Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück im Bausimulator. Wir machen weiter mit unseren archäologischen Fundstücken. Wir haben ja schon in Kisten verpackt in der letzten Folge und haben auch schon zwei Kisten hier rausgeholt, die wir dann für den Transport vorbereitet haben. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle weiter und werden die nächsten... Wo sieht denn aus? Ah, hier geht noch auszufahren. Werden die letzten drei Kisten noch entsprechend rausheben aus dem Bereich, damit wir es dann abtransportieren können. Das städtische Museum wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. So. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet ein schönes Wochenende, liebe Leute. Ihr wisst ja, ich war ja arbeiten, deswegen kam von mir auch kein Video. Aber das wird sich jetzt ändern. Halt, in der Spätschicht ist das immer ein bisschen ungünstig bei mir. Ich habe ja gesagt, habe dann jetzt Nachtschicht an drei Tage. Ab morgen werde ich ein paar Videos voraufnehmen. Ich fahre dann nämlich die Woche drauf. Bin ich dann für ein paar Tage am Ostseeurlaub. Und da werde ich ein bisschen vorproduzieren, die Videos, dass ihr trotzdem euch meine Videos anschauen könnt, wenn ihr da Interesse dran habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ich die nicht ganz umsonst mache. Der Kran fährt irgendwie langsam, oder bilde ich mir das ein? Ich verwechsel das bestimmt mit dem großen Kran, mit dem Turmdrehkran. Ah, ist möglich. So, letzte Kiste und dann wird es fast ums Verladen gehen schon. Mal überlegen, mit was holen wir das denn ab? Ich würde fast sagen, mit dem großen Materialaufleger. Und einiges an Gewicht. Deswegen mussten wir auch den Kran nehmen. Und nicht von der Pritsche den Kleinkran. Ich glaube, das stand sogar da, ne? Wo die mal den Auftrag angefangen haben. Vom Gewicht her, das ist doch ordentlich was wiegt. So, Fundstücke verladen. Ach nee, guckt mal, es kommt in den Container. Okay. Wahrscheinlich, ne? Verlade ich in den Hubwagen jetzt. Aha. Da ist es drin. Jetzt den Container wollen wir liefern. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich den Tieflader. Also der Bagger auf alle Fälle, der kann als erstes mal wieder eingelagert werden. Dann ist der weg. Die Frage ist jetzt, nehmen wir den Materialaufleger oder den Schwerlastaufleger? Fast sagen der mit dem großen Container, war wir nehmen den, die große Zugmaschine. Ja, ich denke, das war die richtige Entscheidung mit dem Anhänger jetzt hier. So, auf geht's. Da mussten wir hin, als Schnellreise natürlich.
Ihr kennt's ja mittlerweile. So. Mal rumlaufen. Wir werden mal probieren, mit dem Kran den Container aufzuladen. So. So sollte es funktionieren, Leute. Und es wird schon wieder finster. Wir werden jetzt mal ganz schnell, mal wirklich ganz schnell eine Pause gönnen. Und spring mal in die Morgenstunden. Zack. Wie können wir denn hier nicht einsteigen? Gut, machen wir es so. Ihr seht, das war die richtige Entscheidung. Container wird schon angezeigt. Jawolla. Den setzen wir mal zurück, den Kran, und springen aber jetzt trotzdem gleich in den Tieflader. Und dann würde ich doch sagen, probieren wir hier mal raus zu rangieren. Das wird doch nicht, oder? Obwohl. Doch. Hat gut geklappt, Leute. Habe ich jetzt nicht erwartet. Die Tour machen wir jetzt mal selber. Wollen jetzt von innen die Innenansicht. Da gerade ausfahren können. Hab ich gar nicht jetzt gesehen, okay. Na gut. Aber das ist doch unsere befestigte Straße, die wir extra gemacht haben dafür. Wir sind schon richtig. Hier der Wackelchef vorne auf der Mittelkonsole. Immer dabei, der Chef. So. Oh, schon grün. Hauptstraße. Ob wir uns den Kran dann hinterher holen müssen, das werden wir dann gleich sehen zum Abladen. Oder ob dort was vor Ort ist. Wir waren gleich zu schnell in der Ortschaft. War schon auf 80 fast. Wir waren schon mit 55, 60 schon zu schnell. Aber das mache ich im Real Life genauso, Leute. Immer so um die 10 km/h schneller als erlaubt ist. So, Stoppschild haben wir angehalten. Du fährst vorbei, komm. Hoppala. So.
Komm, grün. Zeit ist Geld. Eine lange Rotphase hier, Leute. Da wäre ich auch immer ungeduldig, wenn es an der Ampel, wenn es rot ist und es geht ewig nie weiter. Oh, Leute. Und wieder rot, natürlich haben wir eine Rotphase. Jetzt hier durchs Wohngebiet durch. Mit dem Schwertransport, okay. Über rechts vor links, ne? Ist das hier die Stadtverwaltung geradezu? Ja, genau, da ist ja der Eingangsbereich, den wir gebaut haben. Der Park mal. Ganz zum Anfang von unserer Karriere. Genau, da ist der Kirchturm. Mit dem hat man die Glocke oben drauf gesetzt. Schön, das mal alles wiederzusehen. Genau, hier rechts haben wir die Kirchturmglocke aufgesetzt. Die neue. Und dann sind wir auch schon da. Müssen wir denn hin? Da müssen wir einen Container abstellen. Also, das heißt, wir holen den Kran noch hinterher. Mit dem Kran machen wir dann natürlich die Schnellreise wieder. Ich wollte jetzt nur den Schwertransport mal selber fahren. Soll es reingestellt werden, okay. Heißt, ich würde hier mal parken. Genau hier. Und würde eins machen. Zum Kran springen. Was kann man hier noch stehen? Ach, ein Sportwagen oder Coupé. Ne, wie gesagt, den Kran rein. Den holen wir dann gleich mal hinterher. Das war okay, da kann ich gar nicht hinspringen. Dann reisen wir hier zum Baustoffhandel und fahren das letzte Stück. Kommt, fahrt. Kommt da noch mit rüber? Ja, schaffe ich noch. Die Vorfahrt schneiden.
Mal gar nicht erst gucken, ob was kommt. Wir sind eh die Stärkeren. So, jetzt muss gleich die Polizei kommen und eine Vollabsperrung machen an der Straße. Damit wir hier den Kran aufbauen können. Und verladen können. Und da sind wir nämlich schon. Noch mal den Container runter vom LKW. Sehr schön. Voilà. War nicht meine Absicht. So. Das heißt, unser Job ist erledigt, Leute. Wir werden den Kran gleich wieder zurückbringen. Dann kommt der Schwerlastanhänger kommt zurück und unser LKW, genau, einlagern, ist richtig. Und mal gucken, was der Kollege zu sagen hat hier, ob er zufrieden ist mit unserer Arbeit. Da wartet er schon. Hello, Mister. Na, wie geht's denn so? Willkommen am Historischen Museum. Es überrascht mich, wie gut einige der Fundstücke noch erhalten sind. Mein Team brennt darauf, mit den Untersuchungen anzufangen. Außerdem wollten wir schon lange eine große Ausstellung zur Regionalgeschichte machen. Aber zunächst müssen die Statuen begutachtet und im Zweifel restauriert werden. Die Statuen zu bergen war ein sehr wichtiger Einsatz. Bei so fragilen Objekten hätte das auch ganz leicht schiefgehen können. Gute Arbeit. Da sagt man Danke, Junge. Und nicht einfach gute Arbeit. Danke, sagt man. Gut. Dann würde ich sagen, dann springen wir mal in unseren Sportflitzer, in das Coupé, rein und nehmen den nächsten Auftrag an. Mal schauen, was uns erwartet. Und können dort auf jeden Fall schon anreisen. Ritter auf der Baustelle. Auf einer Baustelle wurden die Überreste eines Ritters entdeckt. Setze die Bauarbeiten fort, nachdem die wertvollen Artefakte geborgen wurden. Mhm. Okay. Fundstücksicherung. Dann die Lieferung. Können wir alles mit der Pritsche machen, das machen wir auch. Okay, 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 okay. Oh, das ist ja doch ein bisschen. Sozialteil. Hat sie aber sein. Scheinen alles kleine Bauteile zu sein. Mhm. Ja gut, dann nehmen wir den anderen Auftrag. Ja, mal hinfahren zu dem Kollegen. Der geht aber gut ab, ne? Wenn man so die Innenansicht hat. Oh ja.
kam mir vor wie ein Formel 1 Spiel. Need for Speed, Leute. Müssen wir auch mal weiterspielen. Werden sich wieder denken, der große Bauunternehmer spielt da wieder wilde Sau mit seiner Sportkarre. So, sind wir ja gleich da. Ach, ich weiß doch, wo wir sind. Jetzt sind wir da, wo ich. Genau, wo wir mit dem Falk die Baustelle hatten, wo wir den Livestream gespielt haben. Jetzt weiß ich, wo wir sind. So, wenn wir von außen die Ansicht machen. Gucken wir mal am dümmsten Parken. Hier links ist die Baustelle. Wir parken mal hier ein, wa? Boah, was sind denn das für Huckel, Leute? So gut aus. Würde ich mal wohlfühlen hier. Okay. Hallo, da bin ich schon. Na, der Herr, was gibt's denn? Zeigen Sie mal her. Du erscheinst gerade zum rechten Zeitpunkt. Während laufender Bauarbeiten wurde hier mittelalterliches Rüstzeug entdeckt. Nach einer kurzen Begutachtung bemerkte ich ein paar Übereinstimmungen mit unseren Klosterfunden und konnte es kaum glauben. Es handelt sich um das Schwert des Ritters am Kloster. Aufgrund der Insignien ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Er muss im Schutze der Nacht das Burgfräulein aus dem Kloster hergebracht haben und dann ist er vermutlich bei dem Versuch, sie vor Angreifern zu verteidigen, in Bedrängnis geraten. Da die Restaurierungsarbeiten in der Zwischenzeit abgeschlossen wurden, werden wir die beim Kloster gefundene Ritterstatue hier wieder aufstellen. An dem Ort, an dem seine Spuren enden. Schließlich ist er Teil der Stadtgeschichte. Auch wenn unklar bleibt, was hier wirklich passiert ist. Mhm. Genau, kannst du mal sehen. Super, Leute. Schauen uns noch mal an, wovon der Kollege hier redet. Das soll ein Ritter sein. Okay. Naja, was soll's. Gut, Leute, damit geht's in der nächsten Folge weiter. Neuer Auftrag ist angenommen. Die ersten neuen Ausstellungsstücke fürs Museum haben wir geliefert. Jetzt geht es auf der Baustelle weiter, dass wir die Überreste von dem Ritter dann entsprechend ins Museum bringen und dann hier die Baustelle fertig machen. Ich sage trotzdem, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald. Euer Atze Grünkohl.